Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footwear-Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein geiles Team of the Year Draft. Und zwar mit zwei Team of the Years, zwei Icons. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. In Zukunft werden die Drafts auf jeden Fall geil werden mit den neuen Team of the Year Karten, ja. Die Drafts werden in Zukunft geil werden. Lasst ein Like, lasst ein Abo oder falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Team of the Year ist ja jetzt heute Abend vorbei. Ihr könnt mal gerne jetzt reinschreiben, ja. Wen habt ihr gezogen? Wenn ja, wen habt ihr gezogen? Wenn nein, einfach Hashtag nein in den Chat. Ich hoffe mal, ihr habt alle einen gezogen. Schreibt es rein. Ich bin gespannt, Leute. Checkt wie immer noch gerne mein Show aus. Für die Nice Designs in diesem Design als T-Shirt, als Pullover und... es gibt jetzt noch die neuen Weiß-auf-Weiß-Designs, das sieht man hier kaum, Digga. Das gibt's auch noch Schwarz-auf-Schwarz, Alter. Das sieht eigentlich sehr, sehr fresh aus. Man sieht hier auf Weiß jetzt echt kaum, Digga. Aber checkt es mal aus, Leute. Das sieht echt fresh aus. Link ist oben in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt's auch wie immer dazu von mir, ihr wisst es. Und 10 Stück davon, wie immer, limitiert. Läuft weiter in die Aktion. Habt ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei? Meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Und ich schicke euch dann noch ein Überraschungspaket aus meinem Shop gratis zu. Also abchecken lohnt sich. Links oben in der Beschreibung. Starten ins Video, bleibt bis zum Schluss dran. Ab geht's. So, ab geht's. Come on. Team of the Year als Captain. Controller Spin ist da. Und, Digga, warum Messi und. Warum Messi und De Bruyne wieder? Beide. Zwei mögliche Team of the Year Spieler. Overmars haben wir. Deswegen, wenn wir Overmars jetzt mitnehmen. Dann können wir nicht mehr... wir können jetzt alles scheiße, Mann. Ah, Bruder, das ist wieder absolut kacke jetzt. Eigentlich müssen wir Overmars mitnehmen. Dann kann ich aber nicht mehr Neymar als Team of the Year natürlich bekommen auf dem Flügel. Aber was sollen wir sonst machen? Die gehen ja auch alle... Wir können Bale mitnehmen, dann können wir nicht mehr Dings bekommen. Ah, das ist alles scheiße jetzt gerade. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt Overmars auf Icons gehen oder halt Bale mitnehmen. Ich glaube, wir gehen ja auf Overmars. Komm, bringt ja auch nicht so viel am Ende. Also von daher... Naja, kommt wahrscheinlich im Endeffekt eh auf selbe hinaus. Mbappé haben wir am Start. Können wir auch nicht mitnehmen, ey. Wenn wir den jetzt mitnehmen, haben wir auch wieder keine Chance, den Team of the Year zu bekommen. Bringt uns also auch nicht viel. Danke dafür. Marlos, schon der highest rated. Ah, das ist alles wieder kacke. Wir nehmen Pedro Leon mit 81er rated. Geht klar. Okay, wir machen mal ZM den ersten, okay? Let's go. Come on. Auch mal ein Team of the Year raus. Die Team of the Year sind echt krank selten bislang, ne? Das ist echt heftig, Mann. Ohne Scheiß. Es ist ein Team of the Year bislang im Draft gab. Einen! Bruder, da muss ich komplett los. Das war, wie hieß er? Marcelo. Marcelo war am Start. Mal gucken, wie es heute aussieht. Aber naja, das sieht absolut scheiße aus bislang. Wir haben drei Spieler, die alle drei komplett gar nicht reinpassen. Und da ist Varane, Team of the Year. Let's go, Digga. 96er Varane. Alter, was ist das für eine Karte, Mann? 90 Tempo. Junge. 90 Tempo, Alter. Kranker Scheiß, Mann. Varane ist da. Let's go, 96er Varane und jetzt werden, ab jetzt Leute, ab jetzt werden die richtig, richtig heftigen Drafts gebaut mit den ganzen Team of the Years. Ich sag's euch, die nächsten Drafts in Zukunft, die werden wieder richtig geil werden, Mann, ohne Scheiß. Weil mittlerweile gibt es so viele geile Spieler mit einem High Rating und dann noch die Team of the Years dazu. Bruder, muss komplett los, Alter. Die Drafts werden in Zukunft richtig High Rated, werden, habe ich richtig Bock drauf. Ja, oder auch nicht, Alter, Fraser. Ja, läuft, 84er Info, nehmen wir mit, den guten Fraser. Das wäre gar nicht zusammen bislang. Okay, komm, hau jetzt noch Ramos hinterher. Und dann noch De Gea am Tor. Das ist ja absolut... Der Moment, wenn du von Ramos redest. Du redest von Ramos Team of Dir. Und dann kriegst du wieder einen gechillten Silberspieler. Weißt du, da kriegst du wieder Dubai. Dann kriegst du hier wieder Dubai. Du weißt. Du weißt. 66er rated, ey. Meine Fresse. Müssen wir Funny mitnehmen. 73 highest rated Spieler. Danke. Oh, und links sogar noch Varane. Bruder, Ehrenmann, Alter. Sehr geiler Typ, Mann. Okay, da machen wir den ZM, dann Innenverteidiger, Torhüter, dann Stürmer. Würde ich sagen, so gehen wir vor. Eriksen ist nice, 89 rated. Link Nonsen oder Parejo. Ich glaube, wir gehen über Eriksen. Okay, wir haben nur 91er Plus Spieler, ja, aber der ist dann halt 96 rated mit Varane. Der haut natürlich wieder einiges in Sachen Rating raus. Aber okay, Innenverteidiger, Torhüter, Stürmer, rechter Flügel. Das ist der Masterplan. Stones, ey, geiler Masterplan auf jeden Fall wieder. Aber wir nehmen Stones mit, haben wir wenigstens hier... Ein Premier League-Spieler. Okay, komm. Ja, De Gea wäre nice. Würde Stones linken. Funny müssen wir eh raustun. Varane würde halt nicht linken. Dafür bräuchten wir dann halt gleich echt noch Ramos. Aber egal. De Gea wäre trotzdem nice. Come on. Zweiter Team of the Year. Wir wollen hier das volle Team of the Year draft bauen. Ich bin mal gespannt, ob wir es dieses Jahr toppen können, ja? Also, letztes Jahr war ja mein Rekord, glaube ich, 5 Team of the Years oder so. 5 Team of the Years war mein Rekord im letzten Jahr. Ich glaube, davor das Jahr hatte ich, glaube ich, sogar 6 Team of the Years. Ich habe aber, da weiß ich noch, da habe ich, da, ohne Scheiß, ich habe anderthalb Stunden oder so daran gesessen, um diesen verdammten 7. Team of the Year ins Draft zu bekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Habe ich anderthalb Stunden dran gesessen und dann weiß ich es noch,
dann kam ich gegen einen Gegner und dieser Gegner hat einfach 7 verdammte Team of the Years in einem Team. Da war ich halt echt kurz vorm Ausrasten. Und ich saß da irgendwie 1,5 Stunden dran und hab's nicht, oder längere, ich glaube über 2 Stunden saß ich da dran und hab's nicht hinbekommen. Ey, ohne Witz, das war absolut krank schwer. Naja, wir schauen mal dieses Jahr. Ich greife auf jeden Fall an, Digga. Wir wollen es irgendwie packen. Ob es möglich sein wird, wir werden es am Ende von FIFA sehen. Das wird eine lange Mission werden, Leute. Eine ganz, ganz lange Mission. Das wird jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen auf einmal passieren. Vielleicht, wenn wir Glück haben, schon. Aber ich denke mal, das wird sich schon über ein paar Monate hinziehen. Ja, das wird eine Mission mit sehr, sehr langem Zeitraum sein. Naja. Und da ist schon mal kein Mbappé. Aspas ist gut für die Chemie. Auf 83. Ist halt auch nicht so fresh, ne, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, wir nehmen Aspas mit. Das ist auch scheiße, Mann. Das ist halt Minus, ne? Dass wir auch schon wieder einen Silberspieler haben, ist auch wieder wirklich absolut Minus. Ja, na egal, was wir zu machen. Okay, 83er Chemie geht ja sogar, Mann. Das ist okay. Das geht klar, aber das geht auf jeden Fall noch besser. Batshuayi, Valbuena haben wir noch. Batshuayi ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nehmen wir auch mal mit, der ist higher rated als hier unser Stürmer, bringt uns aber auch nicht viel mehr. Außer ein Rating mehr, was, wenn wir Mariano hier reinstellen, bringt uns auch gar nichts. Okay, wir brauchen noch Mittelfeldspieler und Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Und natürlich am besten Mittelfeldspieler und Innenverteidiger direkt als Team of the Year. Wäre natürlich perfekt. De Bruyne wäre nice, der würde sogar Batshuayi linken, dann Eriks noch linken. Boah, dann noch Van Dijk oder so. Van Dijk würde auch passen. Obwohl besser wäre Ramos für die Defensive. Okay, wir haben Navas. Ah, wenn wir Navas mitnehmen, haben wir wenigstens schon mal den grünen Link zu Varan. Navas ist jetzt so wieder Stammtorhüter, glaube ich. Was heißt Stammtorhüter nicht, aber wird jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall spielen, weil Courtois sich, glaube ich, jetzt auch verletzt hat. Fällt, glaube ich, 1 Monat aus. Genauso wie Toni Kroos. Sich auch verletzt. Also bei Real jetzt einige Verletzten. Die Saison läuft ja generell schon nicht gut, ne? Muss man ja sagen. In der Liga, glaube ich, nur auf Platz 5 oder so. Oder Platz 5 oder 4, eins von beiden. Aber Barca hat, glaube ich, auch wieder gepackt. Barca patzt auch immer mal wieder. Deswegen, dieses Jahr wäre so eine Saison, wo man sagen könnte, okay, dieses Jahr, oh, pink, come on. Oh, Littmann, ein zweiter Icon. Sehr nice. Boah, Littmann ist natürlich perfekt jetzt fürs Mittelfeld. Den nehmen wir mit. Das Ding ist, dieses Jahr 11 Chemie oder 94 Chemie. Bruder, muss komplett los. Dieses Jahr wäre halt echt mal so ein Jahr. Da könnte man so sagen, okay, dieses Jahr könnte Atletico Meister werden. Wenn Atletico mal nicht verkacken würde, ja. Atletico verkackt auch. Also irgendwie verkackt jede Mannschaft aus der Liga momentan so ein bisschen. Also, das läuft irgendwie bei gar keinem, ne, muss man sagen. Deswegen ist es so relativ knapp noch da oben, ne? Auch Real auf Platz 5 noch oder 4 noch. Obwohl die auch so viele Spiele schon verloren haben diese Saison, ne. Naja, warte, was haben wir am Start? 88er Rating. Wir sind durch Littmann jetzt natürlich richtig hoch in der Chemie gepusht. Das war natürlich echt nice, Mann. Was, wenn wir Oblak wieder reinstellen? Ja, können wir machen, bringt's. Und die Chemie dasselbe, haben wir aber einen 90er drin. Anstatt ein 87er, sieht schon mal ein bisschen fresh aus. Haben wir 93er Plus Spieler. Sehr nice. 2 Icons, 1 Team of the Year. Gefällt mir bislang, muss ich sagen. Ja, Rabiot haben wir im Start. Ja, Rabiot bringt gar nichts. Würden natürlich Dings linken, unseren Funny, aber sonst bringt es halt auch gar nichts. Wir können Mahrez mitnehmen, der bringt uns allerdings eigentlich genauso wenig. Nehmen wir trotzdem mit, aber bringt uns natürlich auch nichts. Warte mal, was ist, wenn wir Mariano wieder? Auch nichts. Okay, ja, wir müssen noch irgendwie einen Innenverteidiger. Entweder Premier League oder La Liga. Am besten wäre Premier League eigentlich. Ich glaube, dann müssten wir eigentlich schon auf 100 Chemie kommen. Neymar ist am Start, Alter. Let's go. 97er Team of the Year Neymar. Bruder, geile Karte, Mann. Richtig heftig. Neymar ist, glaube ich, so ein Spieler. Ich kriege eigentlich in jedem Draft Neymar. Deswegen glaube ich, könnte Neymar so ein Spieler sein, so ein Team of the Year Spieler sein, den man relativ oft bekommen könnte dieses Jahr. Sehr, sehr geil. Warte mal, den können wir sogar einbauen. Das ist nice jetzt. Ja, warte, das sieht jetzt erstmal scheiße aus. Ihr denkt euch jetzt, was ist denn da los? Aber das ist mach. Ja. Ja, okay. Jetzt müssen wir hier natürlich dann irgendwie am besten Brasilianer, David Luiz oder so. Dann würde das sogar klappen. Aber Neymar sieht natürlich fresh aus. Ja. Ob wir den in der Startelf lassen können, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Aber zweiter Team of Dears am Start. 2 Team of Dears, 2 Icons. Nächste pinke Karte. Scheiße, Mann. Hazard haben wir am Start, der ja auch zur Wahl stand. Coutinho, die bringen uns alles nichts. Wir nehmen den Hazard mit. Bringen uns alle jetzt nicht so viel. Aber okay, wir müssen hier mal irgendwie schauen, dass wir langsam ein bisschen auf Chemie kommen. Warte mal, Bernard. Das ist Premier League. Bringen uns auch nicht so viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Garcia. Obwohl Garcia könnte uns vielleicht gleich helfen, nehmen wir mit. 82er, 900 Spieler ist halt auch Bro. Wir müssen halt schauen, wir müssen gleich ein paar Innenverteidiger kriegen. Dann könnte das Problem in Sachen Chemie sich eigentlich schon von alleine lösen.
Quintero nehmen wir mit. Okay, drei Spieler haben wir noch. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit für einen passenden Innenverteidiger. Komm. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe zwei Innenverteidiger. Der eine spielt in Portugal, der andere spielt in der Ukraine. Irgendwie soll ich so Ligen einbauen. Das kann nicht wahr sein. Und die kann ich hier eigentlich auch nicht. Ah, Pereira ist immer in Premier League. Aber ich glaube, den nehmen wir erstmal mit. Wir nehmen mal Ricardo Pereira mit. Okay, wir wollen mal ganz kurz schauen. Vielleicht müssen wir... Zack, was wollen wir so machen? Vielleicht müssen wir auch einfach Neymar wieder rauspacken. Weil wenn wir jetzt hier oben... Wen hatten wir denn davor eben? Ah ja, Fraser hatten wir da, genau. Stimmt. Ja, zack. Wenn wir so machen, sind wir auf 93 Chemie. Naja, okay. Aber ändert jetzt auch nicht so viel an der Situation. Okay, letzter Innenverteidiger. Letzte Möglichkeit, einen guten, passenden Innenverteidiger zu bekommen. Mi haben wir am Start. Okay, Mi ist eigentlich wichtig. Der linkt nämlich Stones und bringt uns dann, glaube ich, 5 oder 6 Chemie sogar mehr. Den nehmen wir mit, auch wenn er nur 80 rated ist. 6 Chemie, okay, 99 Chemie. Okay, jetzt sollten wir es, denke ich, mal hinbekommen. Jetzt noch De Gea am Tor. Come on, gönn uns. Ja, mal kein De Gea. Scheiß die Wand an. Okay, leider nicht. Aber wir haben Neymar am Start, Leute. Wir haben Varane am Start. Wir können Neymar jetzt auch einbauen, kommen dann allerdings nicht auf 100 Chemie. Trotzdem geiles Neymar Team of the Year Draftband. 2 Team of the Year, 2 Icons. Sehr, sehr fresh, würde ich sagen. Und wir sind auf 187er Draft. Okay, das Ding ist, die Team of the Year, ich glaube, ab sofort ist ein 187er natürlich auch nichts mehr Heftiges, weil die Team of the Year natürlich das Team jetzt immer richtig hoch pushen. Wenn, na, vielleicht können wir sogar noch durchsortieren. Auf 188, ja, Mann, guck mal. Das Team ist jetzt eigentlich echt nicht so krank heftig von den Einzelspielern her. Trotzdem haben wir einfach 2 Team of the Year, die das Rating dann einfach schon instant auf 188 hochpushen. Also sehr, sehr geil, Leute. Ein Chemiepunkt sollen wir safe kriegen. Ja, okay, nice. Leute, das war's dann von diesem Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. In der Zukunft werden die Drafts noch geiler werden. Ich sag's euch, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Gerne, wie gesagt, abonnieren, kostenlos und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne noch meinen Shop auschecken, wie immer, für die nice Designs. Gibt es hier in diesem Design als T-Shirt, als Pullover und die neuen Weiß-auf-Weiß-Designs und Schwarz-auf-Schwarz kann man hier kaum erkennen, Digga. Aber checkt mal aus. Sieht auf jeden Fall geil aus, Mann. Ohne Witz. Als T-Shirt, als Pullover. Links oben in der Beschreibung, wie immer. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch. Zu jeder Bestellung dazu von mir unterschrieben. Und wie immer läuft noch die Aktion. Es gibt noch ein paar davon von den Limitierten. Habt ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei? Könnt euch bei der E-Mail melden. 10 Stück gibt es davon. Meldet euch bei der E-Mail. Ich schicke euch dann ein Überraschungspaket gratis aus meinem Shop zu. Wir sehen uns heute Abend, morgen mal nochmal wieder. Haut rein. Ciao.